Durch das Grünspecht-Projekt werden Tausende von wertvollen und landschaftsprägenden Streuobstbäumen in ihrem Bestand gesichert. Mit jedem Schluck Grünspecht-Apfelsaft tragen sie zum Erhalt unserer herrlichen Streuobstwiesen mitsamt der darin lebenden Tier- und Pflanzenarten bei und betreiben dadurch aktiven Umweltschutz, den man schmecken kann. Rund 400 Obstbauern und Gartenbesitzer liefern die Äpfel für diesen Apfelsaft. Späte Verarbeitungstermine und kurze Transportwege garantieren, dass nur reifes und gesundes Obst verarbeitet wird. Die Paddeln schmeißen die Äpfel hier hoch, dann kommen sie in die Schnecke und die Schnecke befördert es hier in die Körbe. Und mit den Körben müssen wir es dann ausleeren in der Waage. Bis zu 500 Tonnen Grünspechtäpfel werden während einer Obsternte bei den Hohenloher Fruchtsäften angeliefert und verarbeitet. Vor dem Reinigen wird ungeeignetes Obst aussortiert. In der Förderschnecke werden die Äpfel zum zweiten Mal gewaschen und zur Mühle transportiert. Zwischen zwei Pressbändern, die kontinuierlich über Stahlwalzen laufen, werden so in einer Stunde bis zu 12 Tonnen Äpfel ausgepresst. Entspricht der frische Saft den strengen Qualitätsanforderungen des Kellermeisters, darf er zu Grünspecht-Apfelsaft weiterverarbeitet werden. Nur durch kurzes Erhitzen wird der Saft anschließend schonend haltbar gemacht und in großen Tanks eingelagert. Ständige Kontrollen im Labor sowie durch unabhängige Institute garantieren die hohe Qualität der schmackhaften Säfte. Hier werden gerade Fruchtzucker und Fruchtsäuregehalt ermittelt. Grünspecht-Apfelsaft wird ausschließlich in Mehrwegflaschen abgefüllt und verkauft. Das Glasflaschen-Mehrwegsystem schützt am besten die wertvollen Inhaltsstoffe des Apfels, denn nur Glasflaschen sind absolut dicht und geben keine Fremdstoffe an den Inhalt ab. Ein bunter Mix an leeren Rücklaufflaschen wird in einer Flaschenwaschmaschine mit heißer Lauge von Etiketten und Saftresten gründlich gereinigt. Der frische Saft gelangt nun über Rohrleitungen in den Flaschenfüller und von dort in die sauberen Flaschen. Sofort nach dem Verschließen der noch heißen Flaschen werden diese schonend abgekühlt, um Frische, Geschmack und alle wertvollen Inhaltsstoffe des Apfels bestmöglich zu erhalten. Anschließend werden die Flaschen mit drei Etiketten versehen. Auch das Mindesthaltbarkeitsdatum wird hier eingedruckt. Nach dem Einsetzen in Mehrwegkisten ist der Saft bereit, um den kurzen Weg zu den Verbrauchern anzutreten. Mama, kriege ich den Apfelsaft? Mama, ich möchte lieber Apfelsaftschorle. Das gibt's ja sogar in kleinen Flaschen. Dann immer einfach beides. Da gibt's ja auch einen roten Apfelsaft, Apfelholundersaft. Nehmen wir den auch mal.
Prost!